Darunter im Übrigen Raichu. Pikachu kann man auch nicht in der freien Wildbahn fangen. Das auch noch, kommt auch noch dazu. Mein Gott, schon wieder auf den. Kann man den nicht irgendwie ausstellen, den Touchscreen? Naja. So, Pikachu, Donnerschlag, los! Komm, jetzt aber. Jawohl, Level 17 und damit hat es schon mal 11 KP wieder. Gott sei Dank, ein wenig mehr. Da ist die nächste Leiter. Wieder ein Team Rocket-Typi. Ach, und jetzt kommt ein Pokémon. Ein Super. Da, komm, Pikachu, schaffst du. Den Team Rocket-Typi, den besiegen wir natürlich jetzt gleich auch noch. Ich weiß nur nicht, ob mit Pikachu oder ohne. So, was haben wir denn hier drin? TM01. Was ist TM01? Mega Heap. Wow. Kann die zufälligerweise? Pikachu könnte sie erlernen. Dann bringen wir mal Pikachu Mega Heap bei, auch wenn das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, aber dann kann man wenigstens noch ein bisschen. Können wir wenigstens noch ein bisschen Schaden machen nebst Ruckzuck-Heap. So. Wir drehen ein dickes Ding, mach dich vom Acker. Also geh vom Acker. Er muss hier das Feld bestellen, siehst du ja auch schon mit seiner Route. Team Rocket setzt Zubat ein. Ja, Zubat. Tschüssi. Tschüssikowski, Zubat. Der Donnerschock macht dich jetzt fertig. Volltreffer. So, und ein Rettan. Oh, wieder ein neues Pokémon hier. Das ist auch im Übrigen nicht hier zu fangen. Wie, genauso wenig wie Smogon. Also Rettan, Arbok, Smogon und Smogmog nicht. Electek nicht. Magma nicht. Raichu nicht. Wen habe ich noch vergessen? Irgendwas habe ich, glaube ich, noch vergessen. Aber das sind so die Pokémon, die hier nicht zu fangen sind. Die es hier nicht zu fangen gibt. Oder andersweitig gibt. Ah, ein Paras. Nice. Parasekt war auch so ein Pokémon, was ich auch mal hatte. Auf Level 90, glaube ich, war das höchste. Ah, der Kratzer macht uns fertig. Der Kratzer macht uns fertig. Komm, wir versuchen es mal mit einem Mega-Heap. Ach, Mega-Heap ist hier noch keine Kampfattacke, sondern noch eine Normalattacke. Alles klar. Ja, das war's mit Pikachu. Natürlich setzen wir das nächste Pokémon ein, und zwar erstmal Mankey. Er soll ja nur ein bisschen schwächen, das Pokémon. Dass wir es eventuell fangen können. Komm, mit dem Fußkick. Bam! In your face. Oh, doch nicht so effektiv. Mankey ist ausgewichen. Fußkick, los! Da ist der Kratzer ein bisschen effektiver. Geil, und Mankey weicht immer wieder aus nach dem Biss. Paras ist ausgewichen. So, dann versuchen wir es mal zu fangen jetzt hier mit dem Pokéball. Wir müssen uns, wie gesagt, gleich noch neue holen. So oder so. Wunderbar. Wunderbar, Paras wurde gefangen. Für Paras wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Paras, Pilz. Größe 0,3 Meter, 5,4 Kilogramm. Dieses Pokémon gräbt sich in den Boden und frisst Wurzeln. Die Pilze auf seinem Rücken sind Parasiten. Möchtest du Paras einen Spitznamen geben? Nö. Ist ja nicht in unserem Team. Ash findet Äther. Ich wollte doch sagen, hier ist doch... Ich war mir jetzt nicht sicher, aber ich meinte... Achso, nee, der Äther war ja nur für, ja, alles klar. Selbst wenn wir jetzt den Äther nutzen könnten, macht's keinen Sinn, weil Pikachu ja tot ist. Ja, und da das Zubat jetzt hier erscheint und unser Mankey Level 9 ist, ich würde es mit dem Fußkick versuchen, aber ging daneben erstens. Und zweitens, Mankey wird jetzt sterben dabei, denke ich. Der Blutsauger wird viel abziehen. Oh, doch nicht. Nur 1 KP. Na komm, dann versuchen wir es mal mit dem Fußkick. Die Attacke ist nicht effektiv. Gegner Zubat ist ausgewichen.
Geil, dass sie früher noch ausgewichen sind. Oh Mann. Ich dachte, ich kriege sie jetzt Zubat besiegt, aber nein, er zieht uns wieder ein KP ab. Damit sind wir wieder im roten Bereich. Nehmen wir mal Kratzer. So, Minky hat KP verloren. Tot. Und weiter geht's. Minky hat KP zwar verloren, hat jetzt nur noch 5 KP. Wird also nichts mehr reißen können. Weißt du was? Auch wenn es nichts mehr reißen kann. Wir werden es jetzt mal tauschen mit Ratzfratz. So lange. Damit wir Ratzfratz auch ein bisschen hoch trainieren. So, den haben wir ja schon besiegt. Den Mondstein dahinter ihm haben wir auch gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Tunnel entlang. Ich glaube, hier hätten wir auch von Anfang an lang gemusst. Aber gerade hatten wir ja nur noch Taboga, was fast gestorben ist. Da mussten wir aus der Höhle einfach raus. So, mit dem Ruckzuck-Hieb. Ja, das war wirklich relativ effektiv. Oder recht effektiv, sagen wir mal so. Ich habe das Mikrofon jetzt mal kurz reingeholt, falls ihr Geräusche gehört habt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welchem Bildschirm ich gucken soll zuerst. Naja. Boah. Wir kommen gerade aus dem Kampf und gehen sofort in den nächsten ein. Das ist so anstrengend manchmal. Aber gut, das ist Pokémon erste Generation. Da war halt alles noch nicht so richtig balanciert, würde ich sagen. Und in der sechsten Generation, muss ich sagen, also damit auch Oras und X und Y, die waren auch sehr unbalanced aus dem einfachen Grund, die waren teilweise zu einfach. Die waren teilweise wirklich zu einfach, während die erste Generation teilweise zu schwer war. Ich finde, die Generation, die immer noch alles am besten gemacht hat, war einfach hier die Johto-Region, sprich die zweite Generation. Ergo Pokémon 2 sollte es eigentlich heißen. Also Gold, Silber sollte eigentlich Pokémon 2 heißen. Und das war eigentlich so die beste Edition. In meinen Augen, also, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber das war für mich so die beste Edition aus meiner Kindheit alleine schon. Ratfratz ist verwirrt, benutzt Routenschlag. Habe ich ja gesagt, soll er machen, damit die Verteidigung noch ein bisschen untergeht und wir den jetzt one-shotten. Eventuell mit dem Ruckzuck-Hieb. Ist verwirrt. Ja, benutzt Ruckzuck-Hieb und One-Shot. Ja, fast. Fast. Wäre der Blutsauger gerade nicht gewesen, dann wäre es jetzt genau diese KP-Anzahl. Na, jetzt hat Ratzfatz sich vor Verwirrung selbst verletzt. Und dann auch noch sehr stark. Das fand ich immer doof, wenn das mir passierte. Bei den Gegnern? Kein Problem. Fand ich gut bei den Gegnern. Aber bei einem selber ist es immer so, meh. Wisst ihr? So, erreicht Level 13. Yay! Und... Ah, man sieht's nicht. Das war zu schnell. Egal. So, jetzt sind wir in der unteren Ebene von... vom Mondberg. Wieder ein Paras. Mann! Ich bin so doof. So, Paras ist Stufe 13. Aber wir fliehen trotzdem. Hier lag nix. Das war also nur, um in die Irre zu führen. Aha, Team Rocket kommt wieder. Geh erwachsen nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Und damit triggern wir den nächsten Fight. Gegen Team Rocket. Alter, wie die damals noch aussahen, ey. Das ist schön und erschreckend irgendwie zugleich. Aha, Ratzfatz gegen Ratzfatz. Und unser Ratzfatz. Ist tot. Boah, stell mal hier eine Pokémon Gelb Nuzlock Challenge vor. Das wäre hart. Das wäre richtig hart. Edgelock kannst du ja hier nicht machen. Aber eine Wetlock. Ah, nee, ein Wetlock kannst du ja auch nicht machen. Du könntest hier nur eine Nuzlock machen. Und das wäre richtig hart. Aber wir spielen die Pokémon-Spiele erstmal so. Die Lock-Dinger, die werden wir dann später mal machen.
Also Edgelock, Redlock, sowas halt, werden wir später machen. Vielleicht mal in Pokémon Sun and Moon oder so. Aber jetzt, wie gesagt, wollte ich erstmal ganz normal durchspielen. Wie sonst auch. Ash gewinnt. Und auf der Treppe fällt uns natürlich ein wildes Pipi an. Ein Pipi. Mal gucken, ob wir Pipi fangen können. Und Pipi hat nichts mit Pipi zu tun. Ja, nur damit ihr es wisst. Pipi ist ein Mond-Pokémon, das sich mit dem Mondstein, den wir vorhin entwickelt haben, entwickeln kann. Also das ist ein Pokémon, was hier aus dem Mondberg auch stammt, ursprünglich, weil hier der Mondstein abgestürzt ist. Ich glaube, das war sogar die letzte Folge, die ich gesehen habe damals von Pokémon, als ich wieder angefangen habe, es komplett zu gucken. Ich sollte da echt mal wieder einsetzen. Nächstes Pokémon einsetzen? Ja, natürlich, das möchte ich mir hier fangen. Unser Nidoran Level 4, das macht es schon. Den tauschen wir auch aus, also ganz ehrlich, Level 4, der ist so underleveled, den können wir austauschen. Na komm, ich versuche einfach mal mein Glück. 1, 2, habe ich rausgekommen. Ist noch nicht schwach genug. Das gegnerische Pokémon. Ah nein, ich wollte doch jetzt keinen Pokéball werfen. Mist, ja, hoffentlich bleibt er wenigstens drin. Nein, natürlich nicht, fast hätte es geklappt. So, dann Tackle. Tackle ist etwas... Okay. Fund hat gerade unser Pokémon erledigt. Carpador, really? Platscher, nichts geschieht. Übrigens sollte Platscher mal eine Attacke werden. Und man hat einfach die Attacke nicht weiter programmiert und deswegen nichts geschieht eingefügt. Carpador schläft tief und fest. Ein Heuler von Pipi. Ja, da ist unser Carpador aufgewacht, hat noch ein KP. Los, Tauboga, du schaffst es. Oh Mann, jetzt ist Tauboga wieder unser letztes Pokémon. Unser ganzes Team ist einfach mal eben gerade zerfrackt worden. Hoffentlich besiegen wir es jetzt nicht mit dem Ruckzuck-Team. Könnte eng werden. Nein, okay. Jetzt können wir es aber auf jeden Fall fangen. Jetzt sollte es auch auf jeden Fall drin bleiben. Ja, wunderbar. Pipi wurde gefangen. So, Pipi, Fee, Größe 0,6 Meter, Gewicht 7,5 Kilo. Dieses seltene Pokémon hat wegen seines Aussehens und seiner Verspieltheit viele Bewunderer. Möchtest du Pipi einen Spitznamen geben? Nein. Spitznamen, naja, ich werde Spitznamen in der ersten Generation jetzt mal nicht einführen. Ich werde die Spitznamen erst in der zweiten Generation, also sprich in Heart Gold, Soul Silver, da die Generation, einfügen, würde ich sagen. Und dann könnt ihr auch die Spitznamen bestimmen, wenn ihr das möchtet. Ne, ich gebe das Sonderbonbon lieber keinem Pokémon. Ich wollte gerade sagen, geben wir uns ein Pokémon, damit wir wenigstens ein weiteres haben im Team. Aber das wäre auch blöd. Lag hier was? Nein. Doch! Ash für den Mondstein! Geil! Ich kann mich zwar nur an das Wenigste erinnern aus dem Spiel. Wirklich an das Wenigste. Aber das, was ich mich erinnern kann. So. Ah, jetzt können wir hier die Helix und Doom Fossil, genau. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilie gehört mir. Streber möchte kämpfen. Streber setzt Slimer ein. Die Fossilien, da können wir uns jetzt gleich entscheiden für eins. Ich hoffe, ich nehme das Richtige. Muss ich nur noch mal eben überlegen, wie die hießen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, wenn ich auch das Falsche nehme, ist auch nicht schlimm. Dann ist das halt so. Aber das war auch so eine Sache. Man konnte immer nur eins nehmen. Ein Fossil. Das hat sich bis heute so gehalten. Jedes Mal, wenn neue Fossilien eingefügt worden sind, oder eingeführt worden sind, konnte man immer nur eins erhalten. Egal welche Edition, man konnte immer nur eins von beiden erhalten. Beide lagen da, so wie hier, und man konnte immer nur eins erhalten. So. Ja, komm. Smogon kriegen wir jetzt wohl auch weg. Der ist leider nicht in der Edition fangbar. Sonst hätte ich ihn auch mit ins Team wahrscheinlich aufgenommen.
So. Wunderbar. Tauboga. Ash besiegt Streber. Tauboga ist jetzt mittlerweile Level 19. Na gut, ich gebe dir eins ab. Blöder Ash. So, dann speichere ich mal ganz kurz hier vor. Helix oder Dom? Weißt du was? Ich mache jetzt mal eben was. Ich weiß nicht, ob das dann auch in der Aufnahme drin ist. Ich glaube nicht. Okay. Ich google mal eben. Helix Fossil. So, was kommt denn da aus dem Helix Fossil? Fossilien, Pokewiki. So. Ba-ba-ba-ba-ba. Helix. Okay, ich muss das Dom-Fossil nehmen. Dann stehen wir hier vor dem richtigen. Alles klar. Okay, dann haben wir schon das, was wir wollten. Ich wollte aber noch eben was anderes gucken. Hä? Pokémon. Oder machen wir mal eben Pokémon Gelb. Ja. So, da haben wir es doch. Also ich habe jetzt nebenbei mal Pokewiki halt geöffnet. Und ich habe jetzt auch hier herausgefunden, dass Pikachu, das Starter-Pokémon ja hier, nicht entwickelbar ist. Erst wenn man es auf eine andere Edition getauscht hat, wird es zu einem Raichu. Hier kannst du so viel versuchen, wie du willst. Es wird sich nicht entwickeln. Das haben sie gesperrt. Quasi wie beim Anime. Der Pikachu wollte sich da ja auch nicht entwickeln. So, und hier steht jetzt noch, welche Pokémon fehlen. Also, fehlende Pokémon in der gelben Edition sind Hornliu, Korkuna, Bibor, Rattan, Arbok, Raichu, Mauzi, Snubbelicat, Smogon, Smogmog, Rosana, Electek und Magma. Das sind summa summarum 12, 13 Stück. Ne, also das schon mal dazu. Guck mal, hier steht es auch nochmal. Falls ich mich gleich vertue. Okay, so, dann haben wir jetzt das Domfossil und er nimmt sich jetzt, okay, dann gehört das mir. Huch, dann nimmt er sich nämlich jetzt das andere. Auf der fernen Zinnoberinsel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man, aus Fossilien Genmaterial Pokémon zu schaffen. Achso, aus dem Genmaterial von den Fossilien versuchen die da Pokémon zu erschaffen. Und ich fand immer Kabutops am geilsten, geiler als Ammonitas, deswegen habe ich jetzt das Domfossil genommen. So. Bleib auf der Stelle stehen. Ach nein, wie geil. Jesse und James sind in Pokémon Gelb. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Nein, wie geil. Jesse und James sind in Pokémon Gelb. Scheiße, ich habe nur ein Pokémon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die kommen. Weil, also ich kannte das noch nicht, dass die kommen. Cool. Ich dachte, es gibt halt nur das normale Team Rocket, so wie in einer blauen Edition. Aber hier in der Pikachu Special Edition gibt es auch Jesse und James. Geil! Das ist wirklich sehr, sehr nah am Anime gehalten. Finde ich super. Finde ich echt super. Gibt ja auch eine Edition, die noch näher am Anime, aber inoffiziell, die ist nicht von Nintendo, die noch näher am Anime ist, und zwar die Pokémon Ash Gray Edition. Da passiert im Prinzip alles genauso wie im Anime, wurde von einem Fan programmiert. Fand ich auch cool. Vielleicht werde ich mir die auch nochmal angucken. Ein Mauzi. Mauzi wurde besiegt, Tauboga erhält 200 Erfahrungspunkte. Team Rocket wird Smogon in den Kampf schicken. So, Rattan, Arbok und Smogon. Quatsch, Smogon, Mauzi und Rattan haben sie. Also jetzt nichts Besonderes, so wie im Anime genau. Smogon setzt Smog ein. Das erste Mal, dass sie eine richtige Attacke erstmal hier durchkriegen. Aber unser Tauboga wird das hier rocken, das Ding. Denn Smogon ist jetzt auch besiegt und damit das Team Rocket, beziehungsweise Jesse und James. Und Tauboga erreicht Level 20. Ash besiegt Team Rocket.
So ein Balk hat uns besiegt. So schnell wie das Licht. Geil. Genial. Gib lieber auf und bekämpft. Warte mal. Warte, das kann ich doch jetzt auch mal eben hier. Das muss ich jetzt machen. Tut mir leid, das muss ich jetzt auch machen. Ach, wenn ich das schon alles so kann während der Aufnahme. Finde ich das jetzt auf Anhieb? Da. Los! Hab keine Angst, mein Kleiner. Gestattet uns, uns vorzustellen. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse. Und ich, James. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Ja, das sind wir. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miaut, ganz genau. Wovon redet ihr eigentlich? Sorry, das musste jetzt sein. So, wir sind jetzt aber mittlerweile schon aus dem Mondberg raus. Ich fand das jetzt gerade gut. Ich hoffe, dass... Oha, eben die Autoplaylist hier abbrechen, sonst geht jetzt hier gleich das nächste Ding los. Ja, ich hoffe, das konnte man auch gut hören und so und war jetzt auch nicht zu laut oder sonst irgendwas und hat euch nicht genervt. Aber das musste jetzt einfach mal so sein. So ein Soundboard mehr oder weniger. Fand ich gut. Oder finde ich gut. So, wir sind jetzt hier gleich in Azuria City. Wir haben den Mondberg komplett passiert.